Nochmal zwei Pick, also nochmal ein Set Pickaxes und Schwerter. Wieso? Ja, weil wir praktisch immer einen Ersatz im Alchemie-Bag haben, das sich gerade auflädt, und wenn das unseres dann fast leer ist, dann können wir das austauschen. Das ist durchaus ein Argument. Haben wir noch Paper rumliegen? Ja, haben wir. Machen wir das doch mal. Edelsteine. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. Bam. Das heißt, ich mache mir noch mal ein zweites Set. Hier sind hier Steintalischmann. Mein Talisman. Dein Talisman. Alter, danke, Mann. Das heißt, das Ersatzding tue ich dann am besten in den Alchemy Bag rein, oder? Ja, genau. Hast du für mich auch was gemacht? Nein. Nein, wo denkst du hin? Alter, das wäre viel zu sozial. Ich fütter die Chest mal ein bisschen, gell? Tu das. Hey, das ist eine Iron Shovel. Da sind meine Torches. Okay, die Chests sind leer. Ich zerstöre jetzt das Bett. Nein! Stell's hier hin. Jetzt Okay. können wir schlafen. Zusammen oder nebeneinander? Das ist mir egal. Zusammen. Geh halt rein, du. Du Peter, Okay, geh jetzt. Alter. Ich hoffe mal, es wird nicht zu viel für die andere Chest, aber okay. Das heißt, ich brauche noch Du Torches. siehst so bescheuert aus. Danke, Simon. 1, 2, 3. Ich weiß, du weißt es sehr zu schätzen. Und tu nie dein Alchemy Bag in dein Alchemy Bag rein, gell? Nein, you know what to say. Weil dann brauchst du noch einen Berg, um das wieder rauszuholen. Ich brauche schon ein paar Torches. Brauchst du auch welche? Nee. Okay. Wie viel hast Sind du? aber noch welche in der Random drin, glaube ich. Ja, dann 9 waren drin. Ah, das sind nochmal 29. Ich habe noch 30. Okay. Pack was? Also ich habe alles. Chill dein Leben. Was wollen wir eigentlich machen? Höhlentour, Höhlentour. oder? Chill noch dein Leben. Ja, ich lädt meinen Jetpack noch auf. Oh, ich brauche gar keine. Ich bin so dumm. Was hast du gemacht? Eine Chestplate. Eine Iron Chestplate. Kannst du wieder kondensen? Ich weiß. Ist voll praktisch, oder? Übel. Okay. Ich schaue schon mal zu der Höhle in der Quarry. Wir könnten auch im Nether minen gehen. Was willst du im Nether? Sind so groß Minen? Diamonds. Gibt's da Diamonds? Da gibt's alle Ores wie im Normalen auch. Und du kriegst, glaube ich, sogar doppelt so viel wie normal. Wenn du es maceratest. Ja, das ist weiß. Ich fütte die Chest nochmal. Dann setze ich mir das ganze Zeug auf.
Das sieht bescheuert aus. Das passt so gar nicht zu meinem Anzug. Jetzt bist du Arbeiter, Mann. Ich will aber nicht Arbeiter sein. Wohoho. So, der Leer. Dann gehen wir mal. Wo bist du? Ich bin in der Quarry in die Höhlen gegangen. Nahein. Oh. Nahein. Kann es sein, dass der das Texture Pack entworfen hat, auf Fünfecke steht? Fünfecke? Ja, das ist alles fünfeckig. Ach so. Das kann durchaus sein. Wo bist du reingegangen? In die Höhle. Ich baue mal das ganze Zeug hier noch ab, das an der Seite ist. Ja, okay. Aber nichts in die Quarry reinsetzen, gell? Nein. Okay. Ich hab's eh schon ein bisschen ausgemalt. Oh, wie ich das Höhlenton vermisst hab, Alter. Ich Minecraft vermisst habe. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeincraftet. Ja, aber echt. Das waren noch alte Zeiten, Alter. Da hatten wir noch 3 Wochen schulfrei. Ja, ich hab so keinen Bock. Ich auch nicht. Wollen wir mal eine Kommentarfrage beantworten, wo wir gerade so leise sind? Was? Wollen wir mal eine Kommentarfrage beantworten, wo wir gerade so leise sind? Können wir machen. Okay, warte. Aber bitte keine schwierige. Keine schwierige. Wenn es um Physik geht, dann. Was ist 1 plus 1? Quatsch. Und zwar von Citrus-Fan, ja. Was haltet ihr von, dass jeder LPen kann? Eher gut, wegen Potenzial, oder schlecht, weil darin gute Let's Player untergehen? Ja, um die schlechten Let's Player jetzt mal kurz auszuschließen, ich fange an. Nicht mal. ja, also ich finde es halt einfach fürchterlich, dass heutzutage einfach jeder Let's Plays macht. Ich meine, wenn so ein Typ wie Raffi, der einfach gar nichts damit zu tun hat, einfach mal anfängt, Let's Plays zu machen. Alter. Nein, es ist halt einfach, was mich am meisten nervt, sind einfach die Kinder, die ganze Zeit, die mit den Quietschstimmen. Wo du ein schlechtes Mikro hast. Komm erstmal in Stimmbruch, kauf dir ein gescheites Mikro, werd erstmal irgendwie ein paar Jahre älter und dann, bitte dann, kannst du vielleicht mal ein Let's Play versuchen. Und wenn das dann erfolgreich ist, mach weiter. Wenn es nicht erfolgreich ist, hör auch wieder auf. Ja, genau. Also ich würde echt sagen, wenn... Ich meine, du merkst das selber, wie es ankommt. Ja. Aber sonst finde ich es eigentlich relativ gut, dass das jeder machen kann. Das auf jeden Fall, ja. Es ist, jeder kann sein Potenzial mal ausschöpfen, soweit. Definitiv. Noch eine Frage, ich finde die Fragen total interessant. Echt? Mhm. Warte, eine habe ich noch zur Zeit. Was schaut ihr auf YouTube? Film 98i. Also ich schaue Raffi. Ich schaue Ray William Johnson sehr gerne. Das tut, glaube ich, jeder. Dann schaue ich... Hey, Simon. Smosh. Smosh, echt? Ja. Der habe ich auch mal ein bisschen geschaut, aber jetzt nicht mehr irgendwie. Warte. Ich schaue Gronkh. Gronkh und Sarah so. Schaue ich sonst von irgendwas? Ich schaue mir Musikvideos an. Echt? Von? Vor allem eines. Moment. Okay. Raffi weiß ganz genau was. Ja. Also praktisch die ganzen berühmten. Ich nehme Abstand von YouTube-Pornos. Gibt's nicht, Junge. Und... Ja, genau, deswegen nehme ich ja Abstand davon, weil es nicht gibt. Ja. Und ansonsten
Wie gesagt, Comedy mag ich sehr gern und Let's Plays, gute Let's Player mag ich auch. Okay. Captain Sparkles habe ich vergessen, genau. Echt? Sieht, glaub ich, an. Ja, schau. Ich schaue fast nur amerikanische oder englische Let's Player an. Also, weiß, kennt wahrscheinlich 20 davon nicht, von den 21, die ich jetzt gleich aufzähle. Und zwar. Genau. Ihr kennt genau Captain Sparkles, das war's dann auch schon. Genau. Aber Northern Lion noch, der macht Mining of Isaac und Spelunky zurzeit. Kennst du Spelunky eigentlich? Nein. Nicht? Nein. Schade. Oh mein Gott. Geht's bei dir irgendwo weiter? War da oben sowas. Dann, was ich noch gerne schaue, ist FPS Russia. Ja, ist auch. Der ist ja auch geil. Wo wir natürlich auch wieder bei Epic Mealtime wären. Ja, genau. Alter. Und Freddy Wong. Also, wie heißt ja, der? Genau, Freddy Wong, Alter, das war. Das hat mich an. Freddy Wong hat mich angeregt, YouTube-Videos anzusehen, ernsthaft. Also. Echt? Mhm. Okay, cool. Mit dem habe ich wirklich angefangen. Was gibt's noch für große amerikanische Let's Player? CNN schaue ich auch ganz gerne. Der macht alle mögliche random Stuffs. Kennst du wahrscheinlich nicht, oder? Nein, okay. Der ist irgendwie auf Top 5 oder so. Platz 5. Meist abonnierte YouTuber. Okay. Hey, ich hab Ruby. Ruby, Ruby, Ruby. Gott, wenn ich das sing, kann ich das B immer nicht gescheit aussprechen. Irgendwie. Was für ein E? B. Penis. Achso. Weißt du, das scharfe E in Ruby? Das B in Penis. Geht's bei dir noch irgendwo weiter, weil ich hab hier gerade ziemlich ausgeschöpft. Ich bin schon sehr weit weg von dir inzwischen. Echt? Bist du hin? ich bin woanders. Nein, USA. Bist du in? Ich glaube, ich kaufe mir so ein Chatpack beim Mediamarkt. Gefällt mir. Hey, wo bist denn du bitte? Back. Das gibt es doch nicht. Ich bin in eine Richtung, wo du gerade nicht bist. Fliegst du gerade bei der Quarry hoch? Ich bin schon lange die Quarry hochgeflogen, ich suche neue Höhlen. Und ich dachte, du bist in einer. Warum meint die Quarry gerade nicht? Weil die fertig ist. Nein, weil keine Kohle mehr drin ist, du Profi. Oh. Ich tu nur mal 16 rein, oder? Tu das. Dürft ihr die bald Berge hier sind so komisch, das ist unmenschlich. Alter, in dem einen Riesenberg ist ein Wassersee drin, gell? In welchem Riesenberg? Direkt bei unserer Base. Boah, Alter, hier ist es voll schön. Hier sieht das ein so Mario-mäßig aus. Alles total knallgrün und mit lila Tulpen überall und gelb und Chickens und Paradise. Aber nur die Prinzessin und Luigi fehlen noch. Bist du gerade? Wo bist du gerade? Da, wo du nicht bist. Hey, ich hab Pumpkins gefunden. Ich glaube, da war ich auch schon. Soll ich einen mitnehmen? Ich glaube, wir haben sogar welche. Aber okay. Ja, kannst du machen. Mann, lass sie liegen. Boah, ich hab einen Canyon gefunden. Nice. Also ein oberflächlich, ich weiß es nicht, ob der weit reinführt, aber. Warum hab ich... Forsch ihn einfach mal. Okay, tu das. Au. Dirt, Coal. Ich hab mir doch mehr Fackeln mitnehmen sollen. Aber ich kann mir welche machen. Soll ich mal zu dir kommen? Kannst du gerne machen? Ja, wenn du mir sagst, wo du bist. TP dich, du Pro. Das wäre aber cheaten, okay. Das war nicht, wäre nicht cheaten, das Buddy System. Oh. Oh, Alter. Wie viele Ressourcen? 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 Seine gewählte Ausdrucksweise. Hast du ein Dings gesetzt? Was? Ein Point. Kann ich machen. Scheiße. Ich glaube, warte, ich glaube, hast du einen Waypoint auf Home? Ich glaube, ja, hab ich. Okay. Warte. Warte, soll ich dir die Koordinaten sagen? Chill. Ich muss jetzt erstmal einen für hier machen. Waypoint Name. Deine. Nein, Schwein.
Canyon One. Der ist ganz grün. Nicht blau. Nee. Schade. So, gib mir die Koordinaten. Also ich geb's dir gleich. Minus 117, also x minus 117. Warte. Du musst es bei Punkt, gell? Oder nein, muss ich nicht. Komma, wo kann ich das eingeben? Normalerweise werden von 9 Punkten, also. Also gehen wir auf Punkt und dann auf Waypoint und dann auf Add. Ah, da können wir das. Ja, da bin ich ja. Da kannst du einfach Komma drücken, aber da. Nein, da kannst du doch die Zahlen eingeben. Ah, jetzt geht's. Okay. Hat vorher nicht funktioniert. Okay, also x minus 117. Minus 117. Y 70. 70. Z 495. 495. Dürfte jetzt ungefähr 400 Meter weg sein. Warte, oder? Dann mache ich rot. Ist 416 Meter 74 weg. Kurze Unterbrechung gerade, Entschuldigung. Okay, was ist? 116 Meter und 88. Was, 116 Meter? 416, du ja, Profi. Bei mir auch. Pest. Alter, wie viele Ressourcen hier einfach drin liegen? Kenneth ist so ziemlich das Geilste, wenn es um Ressourcen geht. Ja. Aber eher die unterirdischen, finde ich. Ja, wir sind hier eh schon auf Höhe 64. 64, das ist so ungefähr noch 46, 46, Entschuldigung. Gerade sagen,